Yo, yo, yo. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Squad-Builder von meiner Seite. Ja, heute, wir schnacken nicht lange drum herum, im Tor haben wir Mandanda oder, wie mir gerade aufgefallen ist, ein Vater-Team, was ich euch jetzt zeige. Hier. Was macht ihr jetzt? Hebt ihr jetzt den rechten Arm nach oben? Man weiß es nicht. Hier, ist er aggressiv? Wie heißt er? Nein, es ist Raffis. Es ist Raffia, ein überragender Mann, den wir hier in der 86er-Version, den kostet nur 18k, von daher, ja, hier haben wir Umtiti, der auch nicht Umtiti ausgebrochen wird, sondern Umtiti, und Umtiti ist auch sehr gut, ja, dazu gibt es auch nichts zu sagen, hier haben wir eigentlich nur, das Team kostet auch 800k, also sehr, sehr überragend, das Team, vom Preis her sowieso, aber, in Kulu haben wir hier in dieser Version, da ist ja auch richtig mächtig, muss man einfach sagen. Hier könnt ihr natürlich auch ein Upgrade nehmen. Hier haben wir dann Young Mbiva. Ich muss nochmal schauen. Man müsste hier eigentlich auch Thiago Silva hinstellen können. Ja, kann man auf jeden Fall. Man kann auf jede der Positionen Thiago Silva hinstellen. Man muss sogar auf einer Position Thiago Silva hinstellen. Fällt mir gerade auf, denn ansonsten ist das Team Mist. Hier stellt man nämlich Thiago Silva hin. Warum, erkläre ich euch noch später. Ist aber einfach so. Ja, hier kommt dann Lassan Diarra, der verletzt ist, und dafür ihn ist Sissoko eingesprungen. Diarra in der 88er Variante, sehr gut. Aktuell kostet das Team 133k. Hier haben wir dann Pastore, so viel zur Info Thiago Silva. Damit der eben auch auf Schimmel kommt, dann neben ihm ist Bufal, ein 5-Star-Skiller mit LM perfekt, mit genialen Werten, kostet eben auch seine Münzen, aber wie gesagt, ja, und jetzt kommen wir zum Kern des Teams und jetzt kommen hier auch die Hochkaräter, ganz klar. Jetzt kommt erstmal Di Maria, ja, in der Variante, wie ihr wollt, er muss auf jeden Fall rechter Flügel sein, deswegen nehmen wir ihn hier so. Jetzt hier vorne, jetzt kommt Paul Pogba in der Variante, wie ihr ihn wollt. Ich nehme ihn hier in der 89er Variante. Und was soll man zu Paul Pogba sagen? Überragender Mann. Hier vorne jetzt Lacazette. Könnt ihr auch wählen, was ihr wollt. Hier könnt ihr den 85er nehmen. Ich nehme jetzt hier mal den 86er, in den 87er. Der macht wohl am meisten Sinn. Am Endeffekt kommen wir dann wahrscheinlich tatsächlich auf 1 Million. Und hier vorne Dybala. Dybala, und dann sind wir auch schon fast bei der Million. Dann können wir hier Paul noch verwenden. Also wirklich ein 1-Million Squad, das wirklich auch Potenzial nach oben hat und richtig Bock macht. Ich meine, Lacazette 87er, Dybala 84er, davor Paul. Das ist genial, das Team. Und ich bedanke mich damit fürs Zusehen. Übrigens, Ruffy ist natürlich das geilste am Team. Ich sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, Leute. Ciao.